Kalatita. Jemand, der über die Zeit hinausgegangen ist. Bezeichnung eines Meisters, eines Selbstverwirklichten. Jemanden, der die höchste Verwirklichung erreicht hat. Kalatita. Kalatita heißt, er ist über die Zeit hinausgegangen. Über die Zeit hinausgegangen heißt, nicht mehr identifiziert mit dem Körper. Körper geht durch Zeit hindurch. Körper hat einen Anfang, Geburt, wächst irgendwann. Irgendwann ist die Mitte des Lebens gekommen. Ab da geht die ein oder andere Fähigkeit vorbei. Irgendwann folgt der Tod. Und innerhalb dazwischen gibt es die ein oder andere Krankheit, die ein oder andere Beschwerde. Manche wird wieder geheilt, mit manchen muss man lernen, sich zu arrangieren. Körper ist der Zeit unterworfen. Genauso auch die Emotionen. Emotionen gehen durch Höhen, Emotionen gehen durch Tiefen. Sie kommen und sie gehen. Mal scheint es so, was in deinem Geist jetzt gerade drin ist, ein Gefühl ist so überwältigend wichtig. Und danach, vielleicht schon am nächsten Tag oder einen Moment später, weißt du nicht, was war da überhaupt? Kalatita, jemand, der diese zeitlichen Veränderungen transzendiert hat. Gedanken haben einen Anfang, Gedanken haben ein Ende. Besitz kommt, Besitz geht. Äußere Umstände kommen, äußere Umstände gehen. Die Menschen, mit denen du heute zu tun hast, sind morgen etwas anders und in einem Monat wieder anders. Kalatita, jemand, der darüber hinausgewachsen ist, der erkennt, mein wahres Selbst, meine wahre Natur ist unendlich. In der Tiefe bin ich eins mit dem Ewigen. Ich bin das Unendliche. Daher Kalatita, auch ähnlich bedeutend wie Amrita, der das Unsterbliche verwirklicht hat. Ja, der Kalatita weiß, ich bin das Unsterbliche Selbst. Und wenn du Kalatita bist, dann kannst du mit allem anderen humorvoll umgehen. Du kannst spielerisch alles tun. Du kannst dich auch auf das Abenteuer des Lebens einlassen. Aber du weißt, ich bin nicht die Begrenzungen und ich bin jenseits dieses Lebens. Ich war, bevor ich geboren wurde. Ich werde sein, nachdem dieser Körper gestorben ist. Ich bin, ich war, ich bin, ich werde sein. Ich bin, der ich bin. Daher Kalatita, Zeit überwunden. Kalatita, jemand, der die Zeit überwunden hat. Kalatita, der Selbstverwirklichte, der Heilige, der Erleuchtete, die Meisterin der Meister.